Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Universe Mode, unserem Steffoverse. Und ja, es ist ein Tag später nach dem SummerSlam. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, im zweiten Match Kurt Hawkins gegen Bobby Roode. Bobby Roode will den Titel zurück. Aber im ersten Match haben wir jetzt erstmal Finn Balor gegen Baron Corbin gegen Kevin Owens in einem Triple Threat Match. Und Finn Balor gewinnt und pinnt Kevin Owens. Und jetzt haben wir die Titelverteidigung von Kurt Hawkins gegen Bobby Roode. Mal schauen, ob er es verteidigen kann. Kurt Hawkins gewinnt. Tatsache. Krass. Dann hat man Ronda Rousey gegen Mickie James. Ronda Rousey gewinnt. Dann eine Eigenwerbung von Jinder Mahal. Dann hätten wir Alexa Bliss gegen Bayley. Alexa Bliss gewinnt. Dann Braun Strowman gegen Sami Zayn. Braun Strowman gewinnt. Und im Main Event John Cena gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar gewinnt. So, und damit herzlich willkommen zu SmackDown. Und ja, auch die Usos haben ihre Titel verloren beim SummerSlam. Sie fordern sie jetzt wieder zurück von den Good Brothers in unserem Opener. Und mal schauen, ob sie es schaffen werden. Nein, schaffen sie auch nicht. Somit bleiben die Good Brothers Champions. So, dann hat man Sonderdebüt gegen Tamina. Tamina gewinnt. Dann Asuka gegen Lana. Für Lana kam Carmella rein. Dann Jeff Hardy gegen R-Truth. Jeff Hardy gewinnt. Becky Lynch gegen Mandy Rose. Mandy Rose gewinnt. Und dann im Hauptkampf hat man Xavier Woods gegen Big E. Und Xavier Woods gewinnt. Und zum Ende will noch Edge da jemand zur Rede stellen, und zwar John Cena. So, und damit sind wir bei Main Event angelangt. Im Opener hat man Aleister Black gegen Lars Sullivan. Aleister Black gewinnt, dann Andy gegen Johnny Gargano. Andy gewinnt und Pete Dunne gegen Kutarek, das kennen wir so langsam. Dann The Wanderer gegen Jamie Heinemann. Jamie Heinemann gewinnt. Oh, The Wanderer hat einen neuen Feind und zwar Jamie Heinemann. Und Jamie Heinemann hat auch einen Feind und zwar The Wanderer. Und im Main Event hat mal Leiaki gegen Tommaso Ciampa. Und Leiaki gewinnt. Und damit herzlich willkommen zu NXT. Und im Opener haben wir den UK-Titel am Start. Und zwar Kyle O'Reilly gegen Pete Dunne. Pete Dunne fordert sein Rückmatch ein. Und mal schauen, ob er ihn wieder zurückgewinnen kann. Nein, Kyle O'Reilly bleibt Champion. Dann hätten wir Cassius Ohno, und zwar mit zur Rede stellen gegen Lars Sullivan. Aleister Black gegen Johnny Gargano. Aleister Black gewinnt. Dann Tommaso Ciampa gegen Hideo Itami. Hideo Itami gewinnt. Dann Adam Cole und Bobby Fish gegen Montez Ford und Angelo Dawkins. Adam Cole gewinnt, hat einen neuen Feind. Ja, sie haben auch zwei neue Feinde, okay. Plus eins, plus zwei, okay. Dann hat man Kutwick gegen Adam Savage. Kutwick gewinnt. Oh, mögliche Rivalität. Und im Main Event hat man Jamie Heinemann gegen Steffo. Und das werden wir natürlich spielen. Ab geht's. So, und damit geht's los gegen Jamie Heinemann. Der gute Steffo hat er letzte Woche The Wanderer besiegt im Main Event. Oh. Und ja, mal schauen, ob er den Siegeszug fortsetzen kann. Aber gerade eben ist Jamie Heinemann sehr weit vorne. Ja. Oh, das Cover. Nee, noch nicht mal bis 1. Schöner Uppercut von Steffo. Auch wieder der Konter von JB. Dehnübungen für meinen Nacken passt immer.
War wieder nichts. So. Schöner Body Slam von Steffo. Jawohl. Oh, wenn der Tanz jetzt nicht zu gefährlich ist. Ne, ich kann kontern. Sechs Chefo. Nix, der Konter von Jamie ist da. Aua. Oh, er steigt aufs oberste Seil, der Jamie Heinemann. Mit dem Moonsault. Eieieiei. Steffo hat sein Signature. Geht der STO durch? Nein, er geht nicht durch. Verdammte Scheiße. Oh, der AKO oder was? Eieieiei. Oh. AKO out of nowhere von Jamie Heinemann. Oh, Scheiße. Ja, der STO ging nicht durch. Hat er gekonterte Jamie und ja, dafür hat er dann seinen Finisher bekommen. Da sieht man es, den AKO. Scheiße. Here is your winner, J.E. Na, herzlichen Glückwunsch an Jamie. Verdammt. Naja, dann schauen wir mal, was so die News sagen. Kase Sono, ja okay, ist nichts passiert. Hier können wir mal die Klassen bearbeiten. Guten Pit dann. Kann man jetzt da unten reinballern und dann, ja, Record Away, ja. So, oh, Steffo ist wieder sehr weit abgestiegen. Eieieiei. Gut. Schauen wir mal die Rivalitäten an. Hier haben wir zwei Rivalitäten. Oh, Kudwe gegen Adam Savage und Adam Coldwell Fish gegen die beiden. Okay. Ja, cool. Und dann schauen wir uns natürlich noch die Power-Wertung an. Leaki auf 3. Max auf 6. Davut auf 9. Andy auf 11. Adam Savage auf 12. Kultureck auf 14. Wanderer auf 15. 16 Patrick. Driftzickler 20. Jamie Heinemann auf 26. Leia 29, Steffo 30, ja. Gut, dann gehen wir mal zur letzten Show für dieses Video heute. So, und da sind wir auch schon angekommen bei 205 Live. Das erste Match, Kalisto gegen Jack Gallagher. Kalisto gewinnt, dann Lenz Dorado gegen Airea Daivari. Dorado gewinnt, dann TGP gegen Noam Dar. TGP gewinnt. Mustafa Ali gegen Onay Lorcan gewinnt und der Main Event Drew Gulak gegen Akira Tozawa. Drew Gulak gewinnt. So, und das war's jetzt auch schon wieder von dieser Folge von unserem Universe Mode. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, schaut einfach mal unten in das Infovideo rein und meldet euch an hier bei dem Spiel. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.